Da war so ein Typ, der hat ein Gorilla-Baby hochgezogen. Dann hat er das halt in die Wildnis gebracht zu anderen Gorillas. Da war irgendein anderer Forscher und die haben den attackiert und so. Dann 5 Jahre später ist er dahin und der hat den erkannt. 5 Jahre später. Die sind mit so einem Boot über so einen Fluss dann vorbeigefahren und die haben dann dort gechillt. Dann hat er dort irgendwie noch 2 Frauen von sich gebracht, der Gorilla. Übel krass, war so richtig nett, hat den dort umarmt und so, war so richtig herzlich. Dann ist der zu seinem Camp gegangen. Also ich habe fast geflennt, Alter, so vor so Emotionen, weil ich das so intensiv fand. Der hat einfach gewartet, der ist da mit denen mitgelaufen. Die ganze Zeit hast du gesehen, wo der irgendwo rauskommt und die anguckt, während die da mit dem Boot weiterfahren. Und der hat einfach gegenüber von diesem Camp, gegenüber von diesem Fluss quasi, einfach den ganzen Tag noch gewartet, bis der am nächsten Tag zurückgekommen ist und so. Also richtig verrückt, Alter. 5 Jahre später.